In diesem Beispiel will ich eine gewisse Sache mit Excel erklären. Und zwar, da hat mich jemand gefragt, wie kann man Excel oder Excel programmieren, sagen wir mal, dass es immer den Mittelwert von den letzten drei Umsätze kalkuliert. Und wenn jetzt ein neuer Umsatz hinzugefügt werden soll, dann muss das dann um eine Stufe runterrutschen. Also das heißt nicht mehr die drei, sondern dann die neuen drei, also 1, 2 und der 3. Wie kann ich sowas in Excel machen? Wie kann ich das sowas, dass Excel das automatisch macht? Es gibt natürlich mehrere Methoden, das zu machen. Man kann es auch mit VBA und so. Aber ich habe mir hier die einfachste Methode ausgedacht. Und zwar, man braucht kein VBA und gar nichts. Und das erste, der erste Schritt ist, ich will jetzt wissen, bis wo gehen meine Datensätze. Und da gibt es eine Funktion dafür, eine ganz einfache Funktion, das ist die Funktion Anzahl 2. Anzahl 2 zählt nicht nur Zellen, wo Zahlen drinstehen, sondern auch Zellen mit Text. Und ich fange mal hier an. Also ich habe jetzt schon mal die Überschriften festgelegt. Letzte Zeile. Wo ist meine letzte Zeile? Die letzte Zeile ist dann quasi die Zeile 8, weil ab 9 ist dann nichts mehr. Und das kriege ich, wie gesagt, mit der Funktion Anzahl 2. Ich kann es per Hand schreiben oder mit dem Funktionsassistent. Mach es mal mit dem Funktionsassistent. Anzahl 2 ist, natürlich, die ist jetzt hier unter zuletzt verwendet, aber normalerweise findet man die unter entweder Statistik, genau. Und wenn man das nicht weiß, wo man diese Funktion findet, kann man über alle und dann alphabetisch dann runtergehen bis A vor Anzahl 2. Anzahl 2. So, und dann markiere ich einfach die ganze Spalte B. Okay, so. So, genau. Und die sagt mir jetzt, dass die letzte Zeile 8 ist. So, wenn ich jetzt was Neues reinschreibe, zum Beispiel jetzt F, G, H, dann machen wir mal hier. So, jetzt ist die Zeile 9 die letzte Zeile. Alles klar. Jetzt, was ist der letzte Zellbezug von meinem Umsatz? Quasi, wo ist jetzt mein letzter Umsatz in der Zelle B9? Und das heißt, ich schreibe das dann so. Das ist einfaches Textverketten. Ist gleich. In solche Gänsefüßle B für die Zelle und dann so ein und dann 9. Das heißt, meine letzte Zelle ist in der B9. Mein letzter Umsatz quasi ist in der Zelle B9. Wo ist jetzt meine erste Zelle? Ja gut, jetzt erstmal wollen wir festlegen, welche Umsätze sollen berechnet werden. Sagen wir mal, mich interessieren immer die letzten drei Umsätze. Dann gebe ich hier die Zahl 3 ein. So. Und jetzt, also das heißt, wo ist meine erste Zelle? Die erste Zelle ist dann in der 7. Das heißt, das ist ganz einfach, ist gleich, machen wir mal Klammer auf, 9 minus 3 plus 1. Das heißt, es ist 7, jetzt fehlt noch das B vorne, da kann ich hier reinklicken und wie in dem Beispiel hier vorhin, Gänsefüßle auf, B, Gänsefüßle zu und noch nicht das und vergessen. Das verkettet das B in Gänsefüßle mit dieser Kalkulation. Und da kommen wir auf B7. Das heißt, meine erste Zelle ist die B7, meine letzte ist die B9. Das ist dieser Bereich. Und wenn jetzt ein neuer Datensatz hinzukommt, I, sagen wir mal, ja, dann sieht man jetzt, der Bereich, der mich jetzt interessiert, ist die B8 bis B10. Okay? Und wenn ich natürlich jetzt sage, ich habe mich jetzt anders entschieden, mich interessieren jetzt die letzten 5 Umsätze, dann schreibe ich einfach hier eine 5 rein und zack, jetzt ist von B6 bis B10. Und natürlich, wenn jetzt neue Umsätze dazukommen, dann ist es dann von B7 bis B11 und so weiter. Okay, so jetzt, wie rechne ich den Mittelwert? Ich rechne mal erstmal hier parat eine ganz normale Mittelwertfunktion. Und zwar mit der die Funktion Mittelwert ist wieder über den Funktionsassistent. Die ist entweder über Statistik oder Matrix. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Auch über Statistik, Mittelwert, da ist sie. Und nehmen wir an, mich interessiert das der Mittelwert von den letzten 5. 1, 2, 3, 4, 5 und Mittelwert. Da ist er. Das ist jetzt der Mittelwert. Machen wir es mal rot. So, das ist jetzt der Mittelwert. Jetzt. Aber das Problem mit diesem Mittelwert, wenn jetzt was Neues dazukommt, ändert sich gar nicht. Weil dieser Mittelwert ist hier in B hier ganz statisch. Dieser Mittelwert ist immer von B6 bis B10. Jetzt, dieser neue Umsatz ist nicht mit drin. Okay? Das ist das Problem mit dieser Standard-Mittelwertfunktion. Jetzt wollen wir eine andere Mittelwertfunktion nehmen und die soll sich nicht auf B6 bis B10 beziehen, sondern auf diese
erzählen. Und wie man das macht, da gibt es eine Funktion. Ich mache mir erstmal den Umsatz weg hier wieder. So. Da gibt es eine Funktion, die heißt indirekt. Und indirekt, ich weiß, ich habe jetzt keine Ahnung, wo die ist, deswegen gehe ich über alle. Über alle. Und i indirekt. Was die Funktion indirekt macht, sie nimmt einen Text, zum Beispiel hier, die B6, und wandelt den in einen Bezug. Also B6 ist eigentlich jetzt ein Text, B und 6, von keiner Bedeutung für Excel. Und wir wollen diesen Text in einen Bezug, sprich die Zelle B6, umwandeln. Und was man hier macht, ist ganz einfach, man klickt da und hier hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt wahr oder falsch. Bei wahr, wenn ich jetzt wahr reinschreibe, das heißt, dieser Bezug ist ein normaler Excel-Bezug wie A1, B2, C15 und so weiter. Es gibt andere Art von Bezüge in Excel, die sind ZS, also Zeile, Spalte. Also das heißt zum Beispiel Zeile 7, Spalte 3. Das wäre dann die C7 zum Beispiel. Man kann das auch als Z7, S3 schreiben. Okay? Jetzt, meistens in Excel benutzt man diese A1 oder B3 oder was immer Bezüge. Und deswegen hier, man schreibt dann hauptsächlich wahr rein. Okay? Und was, wenn ich jetzt auf OK gehe, dann kommt der Wert, der in der Zelle B6 ist. Das ist der. Okay? Und jetzt will ich den Mittelwert machen. Und der Mittelwert ist dann, machen wir es jetzt mal per Hand. Also schreibe Mittelwert. Moment, bevor ich dann das mache, gehen wir mal hier und ich mache hier das Ist-Gleichwert. Da können wir sehen jetzt, wie die Mittelwertfunktion aufgebaut ist. Also ist eigentlich das Wort Mittelwert, Klammer auf, Anfangszelle, Doppelpunkt heißt in Excel meistens bis, und dann B10 ist die letzte Zelle und dann Klammer zu. Und das machen wir jetzt hier genauso. Ich schreibe hier vorne Ist-Gleich, Mittelwert, Klammer auf. Die erste Zelle habe ich schon, das ist dieses indirekt F3 mit wahr. Jetzt kommt der Doppelpunkt und jetzt kommt erneut eine zweite indirekt, Klammer auf. Jetzt wollen wir die letzte Zelle, das ist die hier, und erneut Semikolon, wahr, Klammer zu, und dann Klammer zu für die Funktion Mittelwert. Okay, so, und das ist der Mittelwert. Und wenn ich dann hier wieder das ist gleich reinlege, so, da sieht man, also der Mittelwert stimmt, ist genau identisch mit dem. Nur jetzt, dieser Mittelwert hat einen gewissen Unterschied. Wenn jetzt ein neuer Datensatz hinzukommt, ist der kalkuliert ganz anders. Der bleibt statisch, weil der, wenn man hier sieht, ist immer noch diese. Während der da, hat dann, der da bezieht sich auf die zwei Zellen und der geht dann immer mit dem Umsatz weiter runter. Und so kalkuliere ich den Mittelwert. Jetzt, man kann auch andere Werte auch mitkalkulieren, zum Beispiel Max, Min-Wert und Summe. Und wie man das macht, diese Funktionen Max, Min und Summe sind sehr identisch zum Mittelwert. Also das heißt, ich kann mir hier die Arbeit sehr viel vereinfachen. Einfach das kopieren, hier rein. Und jetzt anstatt Mittelwert schreibe ich will den Max-Wert, das ist die Funktion Max. Zack, das ist der größte Wert in dem Bereich. Wir reden vom Bereich B7 bis B11 und das stimmt, das ist die hier. Der kleinste Wert, wieder erneut einfügen. Jetzt in dem Fall anstatt Max schreibe ich Min. So, die 1, 2, 3 ist der kleinste Wert. Und die Summe erneut wieder einfügen. Und dann hier anstatt Mittelwert schreibe ich einfach Summe. Okay? Und so habe ich die Daten da. Wenn jetzt natürlich neue Datensätze kommen, machen wir jetzt mal hier eine Riesenzahl. 15, 20. Jetzt, der Max-Wert ändert sich automatisch auf diese Zahl und der Mittelwert und so weiter. Während dieser statische Mittelwert ist immer noch dasselbe wie vorhin. Okay? Und so löst man das Problem. Einfach und ohne VBA.